Ich habe heute aus der Zeitung erfahren, dass der geplante Bau für die Ernst-Busch-Schule gestoppt wurde, also im Hauptausschuss, und ich finde es eine ganz große Sauerei. Also quasi genau an der Stelle zu sparen, wo es um Nachwuchs geht, die zukünftige Generation, vielleicht die wichtigste Schauspielschule Deutschlands, die Arbeitsgrundlage nicht zukunftsfit zu machen, das ist ein absoluter Skandal. Vor allem spart Berlin auch kein Geld damit, weil wenn man die alten Räume saniert, so was ich so gehört habe, wird es am Ende teurer als der geplante Einzug da in Chausseestraße. Und also ich finde, das ist ein weiteres Signal dafür, dass die Kulturpolitik in Berlin wirklich in die falsche Richtung läuft, nicht zukunftsorientiert ist, eben nicht den Nachwuchs fördert, sondern im Grunde das alte Bestehende, wo Glanz und Glamour stattfindet, wird erhalten. Aber da, wo sozusagen, wo man sich vielleicht nicht sofort über einen roten Teppich läuft, sondern wo man sozusagen was tut dafür, dass auch in Zukunft Theater gemacht werden kann auf professionellem Niveau, da wird gespart. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich verstehe auch nicht, warum man anstelle so einer Geschichte dann den Boulevardbühnen Geld gibt. Also das ist einfach die Weiche in die falsche Richtung gestellt. Also ich bin Kathleen Morgeneyer und ich bin auf jeden Fall für diesen Neubau in Mitte. Und ich finde auch, dass wenn diese verschiedenen Orte der Schauspielschule zusammengelegt werden, also Gruppenspiel, Regie, Schauspiel und Tanz, und das alles zusammenkommt, ist ja echt, das ist irre. Das ist ein riesen Geschenk für die Stadt. Und ich verstehe nicht, wieso Politiker sowas canceln, also wieso Politiker überhaupt darüber nachdenken, sowas nicht zu tun. Weil ich meine, Mitte ist voller Hotels, voller Bürogebäude. Was soll das werden, Berlin? Also was soll in so eine Schauspielschule, in so einer Stadt keine Chance zu geben, das ist für mich absurd. Ja. Und ich bitte darum, dass ihr diese Schule unterstützt mit allen euren Mitteln, die ihr habt, mit eurem Herzen, eurer Kreativität, weil das ist letztendlich was länger auch bleibt als ein kurzer Profit. Ne? Also die Ernst-Busch muss nach Berlin-Mitte, die muss in die Chausseestraße, wie das auch angedacht ist, weil das die Schauspielschule im Zentrum von Berlin ist und nicht mehr am Rand, wo kein Mensch hinkommt, ist aus meiner Sicht das Wichtigste, was jetzt ansteht für die Ernst-Busch. Deshalb Ernst-Busch in die Chausseestraße. Hallo Berlin, schöne Grüße aus Frankfurt. Oliver Rehse, Intendant vom Schauspiel Frankfurt. Gerade kommt man zurecht zum Theatertreffen, um zu einem neuen Schildbürgerstreich geladen zu sein. Die Ernst-Busch-Schule ist für uns Theatermacher immer schon eine der wesentlichen Schulen gewesen. Ich war lange in Berlin im Deutschen Theater. Viele Schüler von hier haben bei uns gearbeitet, arbeiten in Frankfurt, Constanze Becker zum Beispiel. Und weil ich hier 15 Jahre in Berlin war, habe ich mitbekommen, wie viele verschiedene Pläne es schon gab, die Busch-Schule neu zu bauen. Ich erinnere mich, vor 5 Jahren habe ich schon mal mitdemonstriert. Jetzt scheint Berlin zu viel Geld zu haben und vergeudet es für sinnlose Planungsarbeiten für Schulen, die dann doch nicht gebaut werden sollen. Eines ist klar, wer jemals in Schöneweide war, weiß, dass der Bau durch und durch marode ist. Die Schule ist eine der zentralen Ausbildungsstätten für junge Theaterleute in Deutschland und in Europa. Und dass Berlin sich das erlaubt, mit dieser Schule so Schindluder zu treiben und wieder etwas zu planen, was da nicht gebaut wird, Geld zu vergeuden, Zeit zu verschwenden, die Schule zu ruinieren, ist ein absoluter Skandal. In Deutschland auch sonst nicht nachvollziehbar. Man kriegt es überall mit, die Stadt blamiert sich. Grüß Gott, ich schließe mich dem Protest an. Also es ist ja der nackte Wahnsinn, um gleich mal einen Theaterstücktitel zu verwenden, denn es geht ja hier um die Ernst-Busch. Also es ist der nackte Wahnsinn, dass ein solches Top-Institut wie eure Schule aufgrund der Profilierungsversuche einzelner Politiker irgendwie hier an den Rand der Existenz gebracht wird. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die grundsätzlich immer sagen, immer mehr Geld für alles, egal wofür, sondern in diesem konkreten Falle rege ich mich wahnsinnig darüber auf, dass erstens mal arbeitet ihr ja schon seit vielen, vielen Jahren unter wirklich beschissenen Bedingungen. Ich habe es ja selber mitgekriegt, die Klos stinken, die Räume sind zu klein und so weiter. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, das wisst ihr auch selber viel besser.
Also es gab ja da ohnehin Bedarf, das mal zu verändern. Und dann ist natürlich die Idee, das alles unter einem Dach zusammenzufassen, möglichst in Mitte, in der Nähe der Theater. Also besser geht es ja gar nicht. Und es geht ja eben nicht um irgendeine Wurstbude, sondern um die Ernst-Busch-Schule, die ja wirklich seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten bewiesen hat, dass sie eine der besten deutschsprachigen Schauspielschulen ist. Und insofern gilt es für so ein Institut, auf das Berlin ja stolz sein könnte, akzeptable Bedingungen zu schaffen. Und der Oberwitz ist ja, dass es im Grunde diese ganzen Pläne, man hat schon ganz viel Geld reingeworfen, man könnte im Grunde anfangen zu bauen, und zum jetzigen Zeitpunkt profilieren sich einzelne Dödel auf euren Köpfen. Das ist ja der, nochmal um zum Beginn meiner Rede zurückzukommen, der nackte Wahnsinn. Und weil ich kein Kleeblatt habe, Moment, Kamera bleibt, halte ich nochmal Goethe, denn der hat ja auch den nackten Wahnsinn geschrieben, ein Ginkgo-Blatt in die Kamera statt eines vierblättrigen Kleeblatts. Und die Gebildeteren unter euch Ernst-Busch-Schülern können jetzt natürlich das berühmte Ginkgo-Gedicht von Goethe sofort aufsagen. Der Kameramann rollt schon mit den Augen, er kann es ganz offensichtlich nicht. Also da ist noch pädagogischer Nachholbedarf. In diesem Sinne, toi, toi, toi.